Sieht ja noch nicht nach viel aus, aber ja, können wir das dann flächenmäßig immer noch erweitern. Reicht, dass wir gerade mal ein bisschen Schutz haben und bannen gehen können. Na, so. So, gut, machen wir das restliche Holz auch noch. So, gleich haben wir es ja. Okay. Jetzt noch eine Doppeltür. So, die wir mal aber außen dann geschlagen haben. Da ja, den Zahn und so werden wir hier auch noch wegtun. Gut. So, da. Habe ich richtig gesehen, dass man hier... Nein, das will ich nicht nehmen. Ich nehme das hier. Ein bisschen Eisen haben. So, würde ich sagen, machen wir uns da das mal. Eine Spitzhacke. Und das andere behalten wir uns einfach mal. Gut, so. Würde ich sagen, es ist ja noch ein bisschen hell. Wärmer, schnell, Schwert. Genau. Das bräuchte man ja auch. So. Gut, schauen wir mal, ob wir irgendwo schnell in der Nähe ein paar Schafe finden. Können wir uns den Berg hinten gleich ein bisschen genauer anschauen. Es sind mal nur Kühe. Am Dschungel, natürlich, Regen, sehr gut. So. Scheint nicht so zu sein. Kühe und Bäume, die haben wir ja mal genug. So. Oh, sehr schön, Kürbis. Den nehmen wir natürlich gleich mit. So. Keine Schafe, ich habe auch noch keine Hühner oder Schweine gesehen. Mal nur, die sind nicht so weit weg. Und die Karotten hätten wir ja schon, um die Schweine anzulocken. Wobei ich die Änderung ja auch super finde, dass man den Hühnern jetzt den Seed gibt und nicht mehr selber das Weizen. Oh, hier hätten wir ja schon mal einen Huhn. Ja, weil das Zeug ist irgendwie immer mehr geworden und hat man teilweise eh schon nur mehr weggeschmissen oder zerstört. Ja, und jetzt hat das wenigstens wieder einen Nutzen. Ja, mein, vielleicht kommen ja später noch mal mehr Tiere hier rein. Oh, ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper. Geh weg von mir. Ach, was ist das? Komm her. Schon so blöd genutzt. Ja, erstmal weggeblieben. Da haben wir eine Muku. Jetzt haben wir gleich das Cowboy Achievement. Okay.
aber weit und breit kein Schaf. Noch mehr Kühe. Da geht die Wüste weiter. Ja, was ich auch mal gern finden würde, wäre ein Pilzbiom. Das Glück hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Auf dem Server, wo ich mal gespielt habe, ja, da hatten wir eins, aber ja, dort ist ja nicht wirklich schwer, dann eins zu finden. Sobald man ein Admin über die Karte geflogen ist. Ich würde es hier auch mal gerne finden und vor allem dann so Pilzkühe züchten. Das wäre auch mal was. Sieht auch sehr trostlos aus hier. Aber wenn ich das hier schon so sehe, nehme ich die Kohle gleich mal mit. Dann brauchen wir uns keine Holzkohle machen. Diese Strömung. Luftloch geschaffen. Ich hoffe nur hier laut jetzt nichts. Okay, da war mal eine Spinne und ein paar Zombies. Ich glaube, ich laufe einfach mal über die Wüste heim, da sehen wir mehr. Ja, und was ist hier natürlich noch? Ein Creeper. Als würden die mich riechen. So, dort bist du. Und die Spinne natürlich auch noch. Man, wir haben schon so ein Glück gehabt mit dem Dschungeltempel. Vielleicht ist ja hier sogar auch gleich dann ein Wüstentempel oder Pyramide oder was das sein soll. Werden wir uns dann später mal ein bisschen umschauen. Erstmal ein bisschen essen. Ja, und wenn ich hier das Gewitter sehe, ich würde gerne mal so einen aufgeladenen Creeper sehen. Die sollen ja extrem viel Schaden anrichten, wenn die dann hochgehen. Ich meine, ich weiß, dass es irgendwelche Mods gibt, wo man... du Depp. Wo man selber Blitze und sowas machen kann. Aber ich würde das gerne mal auf natürlichen Wege sehen. Das ist auch ein bisschen Sand. Können wir uns schon mal ein paar Fenster machen. Ein bisschen vergasen. Und der lässt eine Kartoffel fallen. Sonst muss man hier ewig und 7 Tage Zombies hauen, damit man überhaupt Kartoffeln oder Karotten bekommt. Und jetzt gleich das erste Zombie. So, hier sind 2 Endermen, gegen die will ich aber nicht kämpfen. Die hauen recht gut zu, wenn man keine Rüstung anhat. Hoppala. Ach, wisst ihr was? Will mal nicht so sein. Damit ihr auch nicht verstößt. Ach, da wurde jetzt irgendwas vom Clips getroffen. Da brennt der Baum. Das war's auch schon wieder. Da wäre ein Creeper. Schlag da mal ein. Ja, fast. Ja, ich würde jetzt gerne ins Haus zurückgehen, aber... durch den dunklen Wald, da traut er sich dann nicht so. Und so ein bisschen Sand noch. Können wir brauchen.
meine, hier würde sich ja klassisch anbieten, eine Pyramide zu bauen. Ja, mal schauen, ob ich das dann auch umsetzen werde. Geh weg. Wo ist denn das Schwert hier? Nein, nicht hochgehen. Tja, Level 5 sind wir ja schon mal. So. Überall nur Monster. Da hinten zwei gepanzerte mit Rüstung. Hier auch eine Goldrüstung. Ich werde hier belagert. Ich hätte ja viel lieber... Ach du Schwein. So. Gut. Brauche ich den Sand nicht abbauen. Das Loch machst aber du wieder zu. Mein Freund, die Spinne. Komm her. Da noch so ein Skelett mit Kettenrüstung. Ja, was mir so alles vorschwebt zum Bauen ist eh so... Ich glaube, das was eh auch so die meisten bauen. Mal ein Haus, eine Farm. Monsterfallen werde ich mir auch sicher bauen. Allein schon, dass das Level dann viel schneller geht. Ja... So größere Redstone-Projekte habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Ich da jetzt noch nicht so ganz weiß, was genau ich da machen werde. Aber das Let's Play hatte erst begonnen, also da fällt mir sicher noch genug ein. Noch den Kaktus mitnehmen. Ja, wie es aussieht, ist hier, sind wir hier wirklich gleich neben dem Ozean gespawnt. Jetzt könnte es aber schon langsam wieder Tag werden. Ich sehe den Mond aber auch nicht. Ne. Liegt sicher am Regen. So, irgendwo hier randaliert ein Zombie. Lichtwagen. Ach, du willst hier raus? Du bleibst mal da drin. Deinesgleichen wollen wir hier nicht. Ja, na was ist mit dir? Komm. Bisschen mit den Arsch versohlen, natürlich. Ja, du geh mal baden. Und da kommt ein Skelett und ein Creeper. Leg mal das andere Schwert rein, du. Ja, du Depp, jetzt hängst du im Kaktus. Okay, da hinten wird's Tag, sehr gut. Wir werden gleich mal ein paar Monster verbrennen. Das kommt immer gut an.